Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Crash Bandicoot 3. Ja, ich habe mal bis gerade hierhin wieder gespielt, denn uns fehlt noch in Hot Coco das Relikt. Das Blöde ist nur, ich weiß erstens nicht, wie lange ich Zeit habe. Und zweitens, wenn ich das Level beende und vorher nicht abbreche, muss ich nochmal über das Moped-Level dahin düsen. Deswegen ist das ein bisschen scheiße hier. Aber gut, wir haben heute den 17.01. Und ja, ich werde jetzt einfach mal auf gut Glück. Also eigentlich das Ziel dieses Level ist es, die grüne Kiste zu finden und so schnell wie möglich wieder zurück zum Anfang zu kommen. Deswegen versuche ich ja jetzt mein Glück und fahre an der Zeituhr vorbei. Ich meine, schneller wäre es, wenn wir hier hinten lang fahren. Aber das ist alles nur Spekulation. Die nehmen wir mit. So, auf jeden Fall bei so ein paar Inseln. Hier? Ja, Tatsache. Also das wäre cool. Also auf dem Hinweg auf jeden Fall diese Kisten mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ich habe keine Ahnung, 19 Sekunden oder sowas? 19 ist schon... 19 Sekunden sind schon sehr viel. Also sehr wenig. mal sehen, was die Anzeigetafel jetzt sagt. Mr. Anzeigetafel sagt nix. Ich guck mal gerade, was Mr. Internet sagt. Ja, Castle Clash hat sich gerade gestartet. Das wird jetzt ein bisschen langsam für euch, aber Hot Coco Gold Relikt. Ich habe auch schon mal nachgeguckt, wo okay. 30,08. Platin ist 19, okay. Wir versuchen das jetzt einfach nochmal. Ich habe auch nachgeguckt, was ich eben gerade erzählt habe. Ich habe nachgeguckt, wie wir in das andere versteckte Level kommen. Und dafür müssen wir erstmal den gelben Edelstein haben. Und dann in Dynamite rein und dann über den gelben Edelstein und dann bei der ersten Verfolgerjagd uns von dem zweiten Flugdino uns mitnehmen lassen. Das hört sich alles sehr kryptisch an, das ist aber so. Das tut mir leid, ich habe das Spiel nicht programmiert. Ich weiß auch nicht, wie man da so wirklich drauf kommen kann. Hier dieses Schild, das ist ja schon irgendwie auffällig. Das ist ja so ein riesiges... so ein riesiger Alien-Kopf drauf ist. Aber das mit dem Dino, da kann man eigentlich nur drauf kommen, wenn man aus Versehen da reinläuft. Oder sich halt eine Zeitschrift kauft, wo das drinne steht. Ja. Oh. Diesen Kisten, die nehme ich direkt mit. Achso, das ist nix. So, jetzt müssen wir hier irgendwie, da rechts war glaube ich auch noch ein paar Kisten. Hier. Na, fuck.
Oder so, das ist natürlich auch ganz gut. Boah, ich weiß aber nicht, ob wir das schaffen. Nee, ich möchte gerne wieder zurück. Also das ist schon knackig, aber das ist ja gut, dass ich dann weiß, wann ich abbrechen muss. Ist hier hinten vielleicht noch welche? Versuche jetzt direkt hier rechts. Na ja, da ist noch eine, sehr schön. Ach mein Gott. Aber wenigstens, weil das hier ist, glaube ich, das ätzendste Level. Das allerätzendste, was es gibt auf Zeit. Könnt ihr sehen, wie kacke ich synchronisiert habe? Beim letzten Mal war es nämlich relativ kacke. Ah, da sind auch noch welche. Oder habe ich... Naja. Oh, das war gut, das war gut. Ich glaube, ich hätte es geschafft, wenn ich direkt durchgefahren wäre. Aber gut. Versuchen wir es jetzt einfach nochmal. Es lädt ja zum Glück sehr schnell hier. Okay, da muss ich außenrum von der Seite fahren. Wenn ich von anderer Seite komme, geht das auch andersrum. Und ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht hier drüben die Kisten mitnehmen soll, weil da sind, glaube ich, 6 Sekunden oder so. Aber ich versuch's einfach nochmal so. Werden wir sehen, was bei rauskommt. Ah, da sind die Kisten, die ich eben gesucht habe. Ich wollte eigentlich untertauchen, aber gut, dann halt nicht. Ich glaube, auf der linken Seite sind auch noch Kisten. Also wenn ich dann durch dieses Ding durchspringe, also wenn ich die grüne Kiste hole, dass ich dann nach links weiterfahre, weil ich meine, da hätte ich gerade auch noch Kisten gesehen. Ich könnte mir das Ganze natürlich erstmal angucken und mir so eine Strecke ausmachen, wo ich lang fahre. Ups, aber es wäre ja zu einfach. Oh, das war gut. Okay, da ist eine Zweierkiste. Oh, noch eine Zweierkiste. Oder ist das sogar eine Dreierkiste? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn wir das so machen, dann könnte das sogar was werden. Also es ist auf jeden Fall schneller, wenn wir hier links lang fahren, als wenn wir einmal rund um die ganze Insel fahren. Wand gedonnert. Sehr nice. Okay, enge Kurve fahren, da komme ich an der Dings vorbei. Das ist so ein bisschen Trial and Error. So ein bisschen. Nur so ein bisschen, ne? So. Na, das war kacke. Überall hängen geblieben. Und dann noch nicht mal die Kiste mitgenommen. So mag man das. So. Immer ein bisschen Zeit, ne?
Okay, das ist so okay gewesen. Also, war ich nicht ganz zufrieden mit, aber... passt schon. Ach, schade. Schade, schade. Ich glaube, das wäre besser, wenn ich als erstes, über die eine Schanze drüber fahre. Aber ich glaube, wir haben es. Yes! Okay. Aber es wäre, glaube ich, noch besser gewesen, wenn wir über die eine Schanze drüber gefahren wären. Und dann im Nachhinein zwischen den Bomben zurückgefahren wären, weil dann hätten wir noch 2 Sekunden extra gehabt. Aber wir haben die Gold, das Goldrelikt. Und es hat nicht so lange gedauert, wie ich es mir gedacht habe. Weil ich dachte, ich würde jetzt hier irgendwie eine halbe Stunde dran sitzen oder so. Aber es waren nur 13 Minuten. Ach ja. Super, dann hätten wir das. Den gelben Edelstein haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Konnte man das denn hier? Da, mit Dreieck. Ne, wir haben nur den roten und den pinken, aber den gelben kommen wir, glaube ich, schon dran. Oder wir haben dafür ein Relikt zu wenig oder mehrere. Ich trinke mal gerade was. Moment, Moment. So. Ich glaube, da gab es aber auch ziemlich viele Kisten. Aber das ist, meine ich mal, ein Schlauchlevel. Okay. 10 Stück. Jetzt will ich aber gerne mal wissen, wie viele wir haben. 8. Na gut, ich würde mal sagen, wenn wir gerade schon hier unten sind, versuchen wir das hier einfach mal. Mal gucken, was das ist, weil ich kann mich da jetzt nicht so wirklich dran erinnern. Ja. Ich meine, es wird aber noch ein Jetski-Level fehlen. Eins, wo man ein bisschen aus dem Dings rausfahren kann. Was? Was war das? Nee, doch nicht. Was an Tageslicht war. Die brauchen wir noch nicht. 100. 100. Das ist doch eine schöne Zahl. Ein schönes Zahl ist das. Eine schöne Zahl. Aber ich meine, ich könnte mich doch hier dran erinnern. Aber nicht so richtig. Also an den Anfang kann ich mich erinnern. Aber das sieht schön schlauchig aus. Das ist schön. Weil in so Sammelspielen stehe ich sehr auf Schlauchlevel, weil man da nicht so viel verpassen kann. So. Wie gesagt, mein Hype für das Remake, Remaster, Remaster Plus, whatever, wird irgendwie immer größer und ich warte einfach darauf, dass die einen Release-Termin nennen. Damit ich endlich kaufen kann. Und ich weiß, ich... Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das schon gesagt wurde oder ob ich die Frage schon mal gestellt habe. Ob das nur als Download kommen soll oder auch als, auf CD. Weil CD wäre ja schon sehr geil, ne? Oh, hier ist wieder so ein riesiger Platz. CD würde ich schon sehr feiern, aber ich glaube, ich würde mir auch zuerst als Download holen, wenn es nicht gleichzeitig mit CD kommt. Würde ich es mir als Download holen und dann im Nachhinein nochmal als CD und dann eingeschweißt lassen, wenn da nicht irgendwie noch Extras bei sind oder so. Habe ich ja mit New and Tasty genauso gemacht. Das kam ja im Limited Run, da gab es auch, glaube ich, nur 5000 Stück von. Also 5000 für PlayStation 4 und 2500 für... habe ich die Kiste bekommen? Für PS Vita. Und jetzt letztens kam auch Stranger's Wrath. Oh, die habe ich nicht gekriegt. Stranger's Wrath für die PS Vita. Was? Oh nein!
Ah, war doch ein Checkpoint. Ich dachte schon. Na gut. Nee. In drei verschiedenen Versionen. Also eine Limited Edition. Also die war ja sowieso schon limitiert. Aber die war dann nochmal extra limitiert.